Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Video, diesmal zum Fusion XXZ Festival, also XYZ Festival. Wir dürfen nur Fusionsmonster und XYZ XZ Monster aus dem Extra-Deck beschwören. Und ja, was findet man in diesem Event? Liralask findet man, Branded Despia findet man natürlich, Galaxy Photon Eye, Galaxy Eyes Photon, was findet man noch? Ja, Sharks findet man hin und wieder. Auf jeden Fall ein interessantes Event mit sehr vielen Möglichkeiten. Tierlament ist theoretisch raus, weil Kid Kallus gebannt ist, aber man hat ja Ersatz durch Hexversiegelte Fusion oder König des Sumpfes. Kann man also theoretisch auch spielen. Wir begeben uns heute etwas zurück in meine Anfänge bei Yu-Gi-Oh! Master Duel, nämlich wir spielen Shadows. Und wir spielen nicht Pure Shadows, wir spielen Shadow Despia. Und bevor wir anfangen, ich hoffe, der Sound ist jetzt wieder okay. Ich nehme das Video jetzt zum zweiten Mal auf, sitze seit 2 Stunden daran, den Sound wieder hinzubekommen. Und es liegt wohl oder lag wohl daran, unter anderem, dass Portal 2, welches ich letztens zum ersten Mal gespielt habe, mit den Audioeinstellungen von Windows rumbastelt, wenn man es startet. Das setzt es direkt auf 100% und noch möglicherweise ein paar andere Sachen. Ich habe versucht, das jetzt wieder so zu fixen, dass es möglichst funktioniert. Vielleicht bin ich noch etwas leise. Würde mich freuen, wenn ihr sagt, okay, ja, funktioniert so mit der Stimme, ist laut genug. Man hört auch nicht irgendwie Einatmer oder sowas. Und ja, da wäre ein Feedback ganz nett in den Kommentaren. Und wir beginnen mal mit der Game-Analyse. Deckliste gibt es natürlich am Ende des Videos. Was haben wir auf der Hand? Wir haben eine flammende Khatija, wir haben ein Schattenpuppe-Ungeheuer, wir haben 2x Super Poli und 1x vom Grab gerufen. Ja, ist jetzt nicht zwangsläufig die beste Hand. Wir sind als erster dran, das habe nicht ich ausgewählt, das hat unser Gegner ausgewählt. Aber wir können doch etwas wenigstens machen mit dieser Hand. Wir Normal Summon Khatija und setzen direkt mal vom Grab gerufen und Super Poli. Über Evenly Matched müssen wir uns keine Sorgen machen, ist in diesem Modus verboten. Wir aktivieren den Effekt von Khatija und dürfen aus unserer Hand fusionieren, beziehungsweise vom Spielfeld und unserer Hand, und könnten jetzt Schattenpuppe Construct machen, machen wir aber nicht. Wir machen den Dämmerungsdrachen Grangugnull, wenn ich ihn richtig ausspreche. Der hat den folgenden Effekt. Wir können ein Licht- oder Finstersmonster der Stufe 6 oder höher von Deck oder Extra-Deck auf den Friedhof legen. Gleichzeitig aktiviert sich natürlich der Effekt von Schattenpuppe Ungeheuer und lässt uns eine Karte ziehen, weil die Karte von der Hand auf den Friedhof abgeworfen worden ist. Sehen wir hier, wir dürfen eine Karte ziehen. Es ist Verlockung der Finsternis und wir schicken Albion auf den Friedhof. Das triggert jetzt 2 Effekte in der Endphase. Zum einen Albion, der, wenn er auf den Friedhof gelegt worden ist, uns einen Branded Zauber oder Falle auf die Hand holen darf. Und einmal Khatijas Effekt, weil ein Fusionsmonster, in diesem Fall Albion, auf den Friedhof gelegt worden ist, kommt sie zurück auf die Hand. Wir suchen uns die Branded Fusion durch Albions Effekt und Khatija kommt auf die Hand, können wir also wieder abwerfen für den Effekt von Super Poli, die wir hier bereits gelegt haben. Er spielt Törichtes Begräbnis und schickt den Photonenspringer auf den Friedhof. Ich habe noch nie gegen Photon Galaxy Ice wirklich gespielt. Wenn, dann war das echt kein gutes Endboard, was die hinbekommen haben. Aber die haben ja inzwischen neuen Support und ein relativ starkes XZ-Monster bekommen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht mit dem Photon Galaxy Ice Deck gut aus. Deswegen, ich nehme an, dass Photonenspringer, da er ihn mit Törichtes Begräbnis auf den Friedhof geschickt hat, relativ wichtig für seine Combo ist, weshalb ich darauf natürlich Cold by the Grave aktiviere, denn ich möchte nicht, dass er eine Photon, Zauber oder Falle auf seine Hand holt und damit möglicherweise seine Combo startet. Photonenspringer wird verbannt, Effekt wird annulliert und er spielt Photonenzuflucht, das heißt, die Karte kenne ich. Die beschwört einfach nur 2 Tokens, die nicht als Synchromaterial verwendet werden können. Aber er kann XZ-Beschwörung damit machen. Er spielt darauf die Galaxie 100 und schickt seinen Photon-Kaiser auf den Friedhof, der sich selber specialt. Dann aktiviert er seinen Photonen-Soldat, nee, Galaxie-Soldat.
darf ein Lichtmonster von der Hand abwerfen, den Galaxiekämpfer, und so specialt er sich selber. Aktiviert den Effekt und holt sich den Galaxiebeschwörer auf die Hand aus dem Deck. Dann aktiviert der Galaxie-Expedition. Falls du ein Photon- oder Galaxiemonster mit der Stufe 5 oder höher kontrollierst, darf er ein Photon- oder Galaxiemonster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Was könnte es anders sein als Galaxieaugen-Photonendrache? Das triggert jetzt den Effekt von Galaxie 100, den zweiten Effekt. Wenn Galaxieaugen-Photonendrache als Spezialbeschwörung beschworen wird, kann er einen Effekt von diesen beiden hier auswählen. Er kann ein Monster verbannen aus unserem Extra-Deck oder er kann ein Nummernmonster als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite beschwören. Er möchte unser Extra-Deck rippen und das ist an der Stelle sogar schlau. Er schickt nämlich El-Schattenpuppe Construct auf den Friedhof. Er benutzt hauptsächlich Lichtmonster. Wenn wir jetzt also ein Schattenpuppenmonster ziehen würden im nächsten Spielzug, beschwören würden und Superpoli einsetzen, dann können wir seine Lichtmonster als Material verwenden. Das geht nicht bei Karten wie, wo haben wir es? Dragos Tapelia brauchen Finsternismonster, Hungergiftdrache brauchen Finsternismonster. Dementsprechend ist das wirklich die schlauste Art und Weise, also wie er seine Galaxie 100 hier nutzen kann. Ansonsten wäre ihm eigentlich nur noch gefährlich die despianische Queritis, weil die halt auch Licht- oder Finsternismonster als Material bekommen kann. Allerdings spielen wir nur drei Despia-Monster im Deck, deswegen unwahrscheinlich, dass wir sie ziehen. Der hat da wirklich das Beste aus unserem Extra-Deck rausgeholt. Er macht eine Exil-Beschwörung der Stufe 8 zu Galaxieaugen Urphotondrache und benutzt die direkt als Material für das neue Bossmonster Nummer 62, C62, Neo-Galaxieaugen Urphotondrache. Beschwört seinen Galaxiebeschwörer, der seinen Effekt aktiviert, und holt sich so den Galaxiesoldat zurück. Wir aktivieren daraufhin den Effekt von Grand Gugnoil. Wenn er einen Effekt aktiviert, der ein Monster als Spezial beschwört, was hier der Galaxiebeschwörer gemacht hat, können wir ihn verbannen. Würde auch vom Friedhof funktionieren, um ein Dogmatiker oder Despia-Monster aus Extra-Deck oder Deck zu beschwören. Wir beschwören die despianische Queritis in der Hoffnung, dass ihr Effekt alle Nicht-Fusionsmonster der Stufe 8 oder höher zu Der Effekt von Despianische Queritis ist folgender. Alle Monster, die keine Fusionsmonster der Stufe 8 oder höher sind, deren Angriffspunkte werden zu 0 reduziert für den Spielzug. Wäre also sehr praktisch. Dummerweise funktioniert das nicht an der Stelle, denn unser Nummer C62 Neo-Galaxie-Augen-Urphotonendrache hat folgenden Effekt: Wenn er Galaxie-Augen-Photondrache als Material hat, bleibt von Monstereffekten des Gegners unberührt. Zusätzlich, diese Karte hält Angriffspunkte in Höhe der kombinierten Stufe Ränge ihres angehängten Materials mal 100. Also deswegen hat er die krassen Angriffspunkte hier. Und er wird nicht auf 0 reduziert. Gleichzeitig kann er auch noch in jeder Battlephase bis zu 3 Angriffe gegen Monster durchführen. Nicht direkt, nur gegen Monster. Das ist da ganz praktisch. Er aktiviert den Effekt von Galaxiebeschwörer, ändert den Galaxiekämpfer zu Stufe 4 und macht eine Exil der Stufe 4 zu Sternenvasal Photonensprenger. Wir aktivieren den Effekt von Quartanis, schützt uns ein bisschen, weil der Photonensprenger seine Angriffspunkte verliert, aber er leider nicht unser Neo-Galaxie-Urphotondrache, der auch angreift und unsere Quartanis zerstört. Zusätzlich greift er mit 0 Angriffspunkten an und, wie wir sehen, er hat mit einem Exil-Monster diese Runde angegriffen, heißt, er kann wen beschwören? Ganz klar. Zeus ist da. Zeus, kompletter Boardwipe, wenn er möchte, indem er 2 Material abhängt, würde aber damit seinen eigenen Neo-Galaxie-Augen-Urphotondrachen auch vom Board schicken. Das möchte er natürlich nicht in der Regel. Wir ziehen Wendy, das ist praktisch. Wir aktivieren markierte Fusion, schicken Despianische Tragödie und Albers auf den Friedhof, um wen zu beschwören? Lubarion. Das aktiviert den Effekt von Despianische Tragödie und Lubarion. Lubarion wirft die Superpoli ab. Wir brauchen sie hier nicht zwangsläufig. Und Despianische Tragödie aktiviert sich, um ein Despia-Monster aus dem Deck auf unsere Hand zu holen.
Wir holen uns Aluba. Ist das einzige Despia-Monster, was noch im Deck ist. Und auch eines der besten. Und mit Lubellion fusionieren wir die entfernte Schattenpuppe Construct und Albus, um Mirror Jade zu beschwören. Und so ist Schattenpuppe Construct wieder im Extra-Deck und nicht mehr entfernt. Das ist wichtig. Wir aktivieren den Effekt von Mirror Jade und verbannen seinen Zeus. Schicken Mirror Jade auf den Friedhof, ist das einzige markiert Monster, was ich noch auf dem Friedhof schicken kann aus dem Extra-Deck. Verbannen den Zeus. An der Stelle, er könnte das Board wipen, würde ihm tatsächlich so was bringen. Weiß er aber an der Stelle noch nicht. Er denkt, ja, wir lassen ihn verbannen. Und dann bleibt mir mein Neo-Galaxie-Augen-Urphotonen-Drache erhalten, der von Monster-Effekten unberührt bleibt und auch zu stark ist, als das Mirror Jade darüber rennt. Wir verbannen also Zeus und beschwören Wendy. Und jetzt wird's lustig. Wir haben, dadurch, dass wir Spiegeljade beschworen haben, unser Construct zurück ins Extra-Deck gemischt. Das heißt, wir können Super Poli aktivieren, werfen Katija ab und Super Poli sein Galaxie-Augen-Urphotonen-Drache und Wendy zu Schattenpuppe Construct. Das aktiviert Constructs-Effekt theoretisch, aber an dieser Stelle gibt er auf. Sein Bossmonster ist weg. Und ja, das als kleine Game-Analyse, wie das zum Beispiel laufen kann mit dem Deck. Ich spiele mit diesem Deck hauptsächlich so im Bereich Platin 1, Platin 2 bis Diamond 1. So in dem Bereich bewegen wir uns hier in diesem Event. Hab auch so 4, 5er Winstreaks durchaus immer mal wieder. Ist also relativ gut. Dann sehen wir uns gleich in der Deckliste. Bis gleich. So, da sind wir in der Deckliste. So, was haben wir da? Wir haben einmal Despianische Tragödie, dreimal Maxi, muss sein, zweimal Schattenpuppe Igel, um uns halt die Schattenpuppe Zauberfalle zu suchen, beziehungsweise ein Schattenpuppe Monster vom Deck der Hand hinzuzufügen. Dann zweimal Ash, kann man theoretisch rein, drei reinnehmen, zweimal Wendy, einmal Wolf. Warum Wolf? Ganz einfach, wenn unser Gegner ein Monster aus dem Extra-Deck auf seine Spielfeldseite hat, dann können wir Schattenpuppe Fusion benutzen, genau wie auch markierte Fusion, indem wir Monster aus unserem Deck fusionieren. Das wäre dann im besten Falle Schattenpuppe Squanta und Wolf. Squanta wird dann ihren Effekt aktivieren, um was wir halt brauchen. Drache könnten wir abwerfen, Igel können wir abwerfen, Wendy könnten wir abwerfen, Ariel können wir abwerfen oder Schattenpuppe Beast, um eine zusätzliche Karte zu ziehen. Und halt unser Wolf, der sich dann als Spezialbeschwörung beschwört, weil er vom Deck auf den Friedhof gelegt worden ist. Könnte man also in eine Exit theoretisch reingehen, wenn man danach noch irgendeine der Vierer hier, Aluba oder sowas, normal sammelt. Wäre dann auf jeden Fall eine Option. Natürlich kann man dann Construct auch machen mit Katija und dann in die Albus-Line gehen, aber ist auf jeden Fall eine Option, habe ich gerne drin an der Stelle. Dann dreimal Squamata. Ist relativ klar, schickt uns halt ein beliebiges Schattenpuppe-Monster vom Deck auf den Friedhof. Dann haben wir Schattenpuppe-Drache, um Backrow zu zerstören, also Zauberfallenkarten. Eine Nael-Schattenpuppe-Ariel, um Karten aus dem gegnerischen Friedhof zu verbannen, falls nötig. Dann zweimal Gefallener von Albas, zweimal Aluba, der Narr von Despia. Einmal unglaubliche Ecclesia kann uns ein Albus aus dem Deck rauscheaten, indem sie sich selbst als Tribut anbietet. Kann außerdem gespecialt werden, wenn unser Gegner mehr Monster kontrolliert als wir. Dann einmal Springens Kid kann uns die markierte Fusion suchen, genauso wie Aluba. Kann sich außerdem selber specialen, falls wir ein ein Fusionsmonster kontrollieren, was Gefallener von Albus erwähnt. Wäre dann auch wieder eine Option in der Exis sammeln. Dann zweimal Katija für Grangu Gnoil und kommt halt auf die Hand zurück, wenn wir ein Fusionsmonster in den Spielzug auf den Friedhof gelegt haben, genauso wie Ecclesia. Dann einmal Schattenpuppe Ungeheuer, einfach um Karten zu ziehen. Zweimal die B-Row ist eine relativ gute Handtrap an der Stelle. Kann das ganze Game changen. Dann einmal Raigeki, kann man auch austauschen gegen Blitzsturm oder Fabian Flederwisch, falls nötig.
Aber Raigeki halte ich für die bessere Wahl an der Stelle. Dreimal Verlockung der Finsternis, damit wir möglichst viel ziehen. Dreimal Schattenpuppe Fusion. Einmal Talent der drei Taktiken. Kann man theoretisch auch zwei reinnehmen. Markierte Fusion, leider auf 1. Super Poli sollten 2 reichen. Schattenpuppe Fusion habe ich drin, aber ganz ehrlich, habe ich bisher nie benutzt. Kann man theoretisch rausnehmen. Vom Grab gerufen kann man 2 reinmachen, ich habe nur 1. Auslöschungsinformant, ganz klar, um halt Ash oder halt Nibiru oder Maxi vom Gegner zu negieren. Einmal markierte Eröffnung, um Aluba zu suchen. Zweimal unendliche Unbeständigkeit. Und einmal Schattenpuppe Schisma, an der Stelle nicht ganz so gut wie sonst, weil wir halt keine Winder benutzen können in diesem Modus, ist gebannt. Aber kann trotzdem zum Beispiel Maxi recyceln. Ist halt ein Erdemonster und dann könnten wir da Shekinaga machen. Ja, zum Extra-Deck. Schattenpuppe Abkalone. Relativ gut, negiert halt permanent eine beliebige Karte auf dem Spielfeld, wenn sie beschworen wird. Auch Zauber- und Fallenkarten offene, das ist ziemlich stark. Dann einmal Schattenpuppe Construct, kann uns eine beliebige Schattenpuppe-Karte vom Deck auf den Friedhof schicken, wenn sie beschworen wird. Und wenn sie auf dem Friedhof landet, können wir uns halt eine Schattenpuppe, Zauber oder Falle aus dem Friedhof der Hand hinzufügen, was in dem Fall dann meistens Schisma wäre oder Schattenpuppe Fusion. Dann Hungergift, Fusionsdrache und Dragostapelia als Superpoli-Targets. Albion, ganz klar, beschwört unseren Lubellion. Lubellion beschwört Spiegeljade. Typische Branded Despia-Fusionskombo. Dann eine despianische Peritis kann man theoretisch auch Masquerade mit reinnehmen, wenn man möchte. Ich habe 2x Eisklingendrache drin. Ich hätte auch gern 2x Albion mit drin, aber ist auf 1 gesetzt. Und ja, ansonsten hätten wir noch Albert. Und der ist tatsächlich nicht im Deck gewesen, als ich das Gameplay gerade gezeigt habe. Da war stattdessen Schattenpuppe Anoja Thylis drin, aber die kommt so selten, beziehungsweise gar nicht raus und blockiert uns selber auch, dass die Karte nicht wirklich worth ist. Deswegen Albalanetos ist auch ganz cool, weil wir vom gegnerischen Spielfeld theoretisch fusionieren können, ohne den Effekt von Albers zu aktivieren. Der ist praktisch eine Superpoli, wenn wir Albers auf dem Spielfeld haben. Oder unser Gegner Albers auf dem Spielfeld haben. Dann haben wir Granguignol, haben wir in der Kombo gesehen, was er kann. Shekinaga ist ganz nett, ist ein bisschen schwierig, weil man halt für den negaten Schattenpuppe-Monster in der Hand haben muss. Aber an sich ist ein Buddy mit 3000 Verteidigung. Kann man relativ leicht mit Schisma beschwören, wenn man vorher Maxi abgeworfen hat. Deswegen habe ich gern drin. Eine Minerva kommt man selten zum Maxi beschwören, ist aber ganz nett. Kann halt Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Und das würde die Effekte von den Schattenpuppen triggern. Dann ein Beguska für den Notfall. Falls man wirklich gar nichts hinbekommt und nur 2 Vierer aufs Spielfeld bekommt, dann kommt Beguska und kann uns ein bisschen Zeit erkaufen. Und einmal Dugarris. Dugarris, super Karte für das Deck. Wir dürfen 2 Material abwerfen von der Karte. Dürfen dann 2 Karten ziehen und eine abwerfen. Und das triggert dann zum Beispiel die Shadows. Ja, so viel zum Deck. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust auf Shadow Branded Despia machen. Ich denke, das ist so eine der bestmöglichen Kombinationen, die man hier mit Shadows machen kann. Theoretisch würde auch noch die Beschwörer... Ach, ich habe hier oben... Die Beschwörerkarten, die würden theoretisch auch noch was bringen. Kann man theoretisch statt Branded Despia benutzen. Heißt Alistair und Co., ja, Alistair, Mekaba, also Raijin, kann man Wendy machen. Also auch hier kann man natürlich mit reinnehmen. Ist an der Stelle auch relativ billig, weil die beschworenen Karten maximal SR sind. Also hier Beschwörung braucht man natürlich 3x, Alistair sollte man 3x haben und Mekaba 1 oder 2x. Das sind halt dann 8 bis 7 SRs, die man dafür craften müsste, wenn man die nicht schon hat.
Ansonsten, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Viel Spaß beim Event. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.